So, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Ja, ich habe mal jetzt am Start und endlich geht's weiter hier mit unserer kleinen Karriere. Und ja, wir sind Level 20 und damit können wir endlich unsere neue Missionen an den Start bringen. Und zwar, was ist das ungewohnt? Aber okay, wie gesagt, ich habe mir jetzt ein neues Headset gekauft gestern und ja, das heißt, kein Rauschen mehr, kein gar nichts mehr. Es geht endlich los mit dem neuen Netz. Also, gucken wir mal. Gut, gucken wir mal überhaupt auf die Karte, was wir so haben. Eine Mission, wir haben ja unten eine Mission auf jeden Fall, die ist jetzt Level 20 zu erreichen und die hätten wir jetzt auch. Ich guck mal gerade. Das ist Level 30, Thema. Das heißt, wir fahren dorthin, springen kurz darüber und dann geht's los. Wobei ich eigentlich ein neues Auto, anderes Auto hätte nehmen müssen. Und zwar unseren, weil der ist eigentlich nur hier für Offroad-Rennen geeignet, gedacht, den Wagen. Naja. Hey, Bosch. Sorry, dass du unseren Streit mitbekommen hast. Ist Lukas noch sauer? Das wird schon wieder. Ja. Willst du was echt Schräges hören? Ich habe eine Nachricht wegen meines beschlagnahmten Wagens gekriegt. Von wem? Weiß ich nicht. Aber wer es auch ist, will ein Treffen. Ist das eine Falle? Naja, Treffpunkt ist der Parkplatz nördlich vom Strand. Da werden eine Menge Leute sein. Könntest du trotzdem... Bin dabei. Danke. Wir sehen uns da. So, das nehmen wir mit. Dann haben wir hier hinten noch... Hey, du kannst deinen Wagen jetzt abholen. Komm zu den Docks, wenn du soweit bist. Bin schon da. So, guck mal gerade, hier oben muss ein Flamingo sein. Alter, wo war denn der? Ich glaube, ich hatte jetzt oben bestimmt, oder? Ja, scheinbar. Gut, okay, wir sollen uns auch mal was abholen und ich bin mal gespannt, ob wir hier ein Rennen fahren müssen oder mal was mitnehmen dürfen. So, den Volante, jetzt mal den DB11, nehmen wir mit. Die Frage ist, ob wir jetzt auch ein Rennen fahren müssen oder was tatsächlich. Nö, es ist tatsächlich ein Geschenk. Das ist unser gutes neues Stück. So, ja gut. Ich dachte, wir müssen da was tun für. Nette Karre. Okay, diesmal ist unser Klient ein League-Mitglied. Was bedeutet, er erwartet nur das Beste. Und genau das musst du zeigen, wenn wir eine Chance haben wollen, seinen Wagen aufzuspüren. Also, wir wissen, wo der DB5 gestohlen wurde. Und ich habe einen Kontakt beim Sicherheitsdienst, der für die Gebäude da unten verantwortlich ist. Er hat die Überwachungsaufnahmen mehrerer Kameras für uns versteckt. Du musst sie einfach nur abholen. Oh. Und unser Freund will sicher gehen, dass ich jemand Fähigen darauf angesetzt habe. Biete ihm also eine kleine Show. Gut. Okay, ich dachte, wir werden ins neues Rennen, dann machen wir es anders. Dann gucken wir das noch ein bisschen Level noch. Und fahren wir von Rennen. Schade. Das ist nur so ein... Ja, das ist einfach nur ein Geschenk. Ich dachte mir, wir können tatsächlich mal ein bisschen... Glück gehabt, das war nämlich ein Kopf. So, hier sind wir ein Flamingo in der Nähe und den hole ich mir gerade eben kurz, noch schnell. Noch nicht, Moment. Einmal kurz hier durch. So, Flamingo ist... Platt. Und dann hätte ich hier ein Sprintrennen für uns. Und das machen wir mit dem neuen Auto. Das heißt Venturi.
So, versuchen wir mal. Also heute wieder nochmal ein, zwei Rennen in der Nacht. Das werden wir jetzt machen. Wir haben das neue Auto ein bisschen. Und dann gehen wir mal wieder ein bisschen Kohle verdienen, weil wir müssen das neue Auto ein bisschen auftunen noch. Das braucht ja noch ein bisschen Leistung und alles. Also nichts mit Julia, sondern mit unserem Baby hier. Mit unserem kleinen. Wow. Drecksäcke. Gut, okay. Nach diesem kleinen Ausreden, wann soll das Auto entgehen kann, müssen wir tatsächlich jetzt erstmal versuchen, wieder ein bisschen aufzuholen hier, damit wir da auch mal wieder rankommen. Scheiße. So, den machen wir kurz mal. Na ja gut, es ist ein Sprintrennen, ne? Es geht also noch. Diese Verfolgung geht mir langsam auf die Nerven, also schickt bitte sofort die Crew hier raus. Verstärkung ist unterwegs. So, jetzt war Führender. Und jetzt versuche ich mir das Rennen hier durchzuarbeiten. Wir haben jetzt knapp 60% durch. Bis dann haben wir noch. Versuchen wir natürlich jetzt uns ein bisschen. Genau, wir sind schon mal los hier vorne. Das heißt, es soll sich eigentlich nur der Rest des Feldes noch drum kümmern. Das interessiert mich gerade gar nicht. Sondern ich gucke erstmal nur gerade ein bisschen auf mich. Wir fahren hier. Ich weiß, dass wir keine Autos verkaufen können. Also zwei Autos sind noch knapp hinter uns. Das ist ja einmal der Focus, glaube ich, und einmal der BMW. Also nichts Neues. Ja, sind sie. So, 500 Meter noch, dann hätten wir das mal gewonnen. Und unser erstes Rennen im neuen Auto. So, egal. Hier Schiffe 2. So, fahren wir dann direkt mal rüber. Weil wir sind ja schon. Ich jag mal gerade hier so ein bisschen das Unterholz. Und das nehmen wir mit. Einmal ein Sprintrennen, das heißt Blitz. Wo wir gerade dabei sind. So, momentan sind wir Dritter. Da vorne hat sich noch einer ein bisschen abgesetzt. Aber die Jungs da vorne, die versuche ich nämlich noch mal einzufangen. Keine Sorge, die kriegen wir noch. Versuche ich zumindest.
Boah, Alter. Und schön im Slide an den Jungs vorbei. Scheiße, da vorne stehen Cops. Ja, sagen wir mal, ja, du standst einfach nur zum richtigen Zeit, richtigen Ort. Versuchen wir doch nochmal ihn anzuhalten. Hört auf zu träumen. Wir sind wieder auf der Jagd. Schaltet die Sirenen ein und hängt euch dran. Richtig. Zumindest ist das die Planung an der Sache. Muss ich hier echt alles alleine machen? Schickt noch ein paar Einheiten raus, falls welche verfügbar sind. Aufgemotzte Einheiten sind auf dem Weg. Bitte was? So, das Rennen haben wir schon mal gewonnen. Und jetzt heißt es, den Kopf zu kommen. Na gut, Garage sind nicht verfügbar. Liegt einfach daran, dass wir gerade verfolgt werden. Ich sollte mal dringend weg von der Straße, von dem Weg, weil das hat mich schon zweimal echt das Genick gebrochen. Probiert eure Runflats bitte nicht an den Nagelbändern aus, die wir gerade auflegen. So, in dem Heft, du Marcel, fahr sofort rechts ran. Wenn du so weitermachst, hast du bald keinen Wagen mehr. Glaube ich nicht. Zumindest mal, ich glaube, einen habe ich weggeholt. Noch mal. Ich würde jetzt mal kurz, dass ich hier. Meine Sprungschanze oder so. Ich habe keine Tankstelle, ne? Sehe ich das gerade richtig? Doch, da oben.
Ja, die wollen natürlich jetzt gerade mich ein bisschen eher. Komm schon, lass uns den Wagen endlich auf den Verkehr. Ich muss nur zur Tankstelle jetzt irgendwie gerade kommen. Oh, cool, Gott. Boah, Alter, was für eine Strecke. Ihr Säcke! Ihr Drecksäcke, weil ihr mir genau in dem Sprung noch den da reingekommen. Weil ihr mir genau im Sprung noch in die Karre gefahren ist. Ey, das kriegst du nicht hin, ey, genau in dem Moment. Ich wollte gerade schön über den Sprung drüber. Na, schramm dich noch an die Seite. Mann! Einflussreiche neue Freunde. Lass mich in Ruhe. Ich darf dir jetzt nämlich weitere Teile verkaufen. Na, dann halt nicht, dann müssen wir es halt machen. So. Na, ich soll jetzt erstmal was. Okay, soll ich jetzt erstmal was auswählen oder was? Ja. Meine Fresse. Scheiße, ey. Kein Kohle mehr. Alles weg. Ich hatte so viel, alles komplett schon verdient und alles rum und dran. Nö, ist alles weg. Aber weil sie mir echt, ich wollte genau gerade über den Sprung rüber und dann sagt er mir, nö, der ramme ich noch schnell in die Kreide. Gut, dann würde ich sagen, wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter.